Die beste Sache, die du heute für dich machen kannst, ist dir ein Ziel zu setzen. Setz dir heute einfach nur ein Ziel. Natürlich sollte das irgendwas sein, was wichtig für dich ist. Das heißt, überleg dir jetzt, was ist derzeit die Sache, die mir am wichtigsten ist, wo ich aber einfach keine konkrete Vorstellung davon habe, was ich eigentlich da machen möchte. Und mit konkret meine ich nicht nur ein bisschen konkret, sondern wirklich konkret. Das bedeutet, wenn du für dich sagst, du möchtest gesünder leben oder du möchtest jetzt, fängt ja die Schule an, deswegen habe ich auch das Abi-Shirt an, um ein bisschen zu provozieren. Wenn du dir sagst, ey, die Schule fängt an, ich will bessere Noten schreiben. Bessere Noten, das ist kein klares Ziel. Wenn du jetzt in der Oberstufe bist, wenn du einen Punkt besser dieses Jahr bist, ist es dann ausreichend für dich? Reicht dir das? Oder willst du anstatt letztes Jahr durchschnittlich 2,6 jetzt 2,1 haben? Oder was möchtest du genau? Was möchtest du genau? Und ich verspreche dir, dass wenn du dir heute ein einziges Ziel setzt, dass du genau in diesem Bereich so viel schneller dahin kommen wirst, und damit meine ich so viel schneller, als wenn du es immer nur in deinem Kopf behältst. Ich persönlich habe das zum Beispiel mit meinem Seminar gemerkt. Ich dachte mir immer, ich hatte das für einen Monat so in meinem Kopf. Ja, habe mir einfach so gedacht, ja, ich habe jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon echt krass viel gelernt, so in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, wie gehe ich mit sozialem Druck um und so weiter. Und wie finde ich überhaupt das, was ich wirklich machen möchte? Da dachte ich mir, hey, eigentlich könnte ich so ein Seminar anbieten. Aber ich habe es mir auch nur in meinem Kopf gedacht, ja. Ja, eigentlich wäre es eine gute Idee. Und ich gehe so immer noch meinen Tag und denke mir, ja, war eigentlich eine gute Idee. Dann kommt es mir wieder. Ja, wäre eigentlich eine gute Idee. Ich erzähle es irgendwem. Ja, wäre eigentlich eine gute Idee. Genau, es wäre eine gute Idee, aber du machst es nicht. Wenn es nur eine gute Idee ist, dann wirst du es nicht machen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach gesagt, hey, okay, ich setze mir das Ziel, innerhalb der nächsten 2 Monate ein Seminar zu halten. Ich hätte keine Ahnung konkret worüber, keine Ahnung, wer kommen sollte, keine Ahnung wo, keine Ahnung wann, keine Ahnung, was man überhaupt dafür alles braucht. Aber nachdem ich mir das Ziel gesetzt hatte, was hatte ich, glaube ich, gesagt? 30. September. Ist ja jetzt noch nicht mal. Aber ich hatte gesagt, bis zum 30. September halte ich mein erstes Seminar. Und der Punkt ist, wenn du das machst, mach das jetzt mal bitte kurz für dich, ganz kurz. Das ist so entscheidend jetzt. Du kannst jetzt anhören und sagen, ja, super, 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 aber dann wirst du es wieder nicht machen. Deswegen bitte, bitte, bitte. Es geht hierbei ganz entscheidend um dein Glück und dein Erfolg. Nimm dir jetzt einen Stift, nimm dir ein Blatt und schreib es dir auf. Schreib es dir jetzt direkt auf. Ich werde jetzt noch so ein bisschen labern, dass du genug Zeit hast, dir diesen bescheuerten Stift, dieses bescheuerte Blatt zu holen. Deswegen hol es dir jetzt, hol es dir jetzt, hol es dir jetzt, hol es dir jetzt. Und wenn du länger brauchst, halt das Video an und schreib es dir auf. Halt das Video an und schreib dir genau auf, was du möchtest. Mit einer Zahl. Und so spezifisch, dass es klar ist und bis wann du das haben möchtest. Wenn du das gemacht hast, wird es so viel schneller in diese Richtung gehen. Wie gesagt, ich war dann in der Position, dass ich gesagt habe, okay, ich will ein Seminar halten. Und dann ist es nicht mehr nur so, ah ja, ich kann eigentlich ein Seminar halten. Moment mal, bis zum 30. September will ich ein Seminar gehalten haben. Das habe ich mir vorgenommen, das mache ich jetzt. Und dann stellst du dir einfach die Frage, ja okay, was brauche ich denn für ein Seminar? Also ich brauche erstmal Räumlichkeiten. Ich brauche einen Termin. Also habe ich einfach 20 verschiedene Gaststätten, Lokale, Sportvereine, was weiß ich, angeschrieben und habe gemeint, hey, kann ich da irgendwie zu euch rein? Wie viel kostet das? Was weiß ich. Dann ist die Frage, wer kommt da? Überleg dir, wer könnte da kommen? Wie kannst du an diese Leute kommen? Wie werden die auf dich aufmerksam? Und auf einmal ist alles passiert, ja? 3 Wochen später, ich halte mein erstes Seminar. Bam. Und auf einmal ging es so schnell, weil dir auffällt, hey, Moment mal, sobald die Schritte klar sind, ja, sobald du dir wirklich konkret überlegst, hey, was muss ich denn eigentlich dafür machen, machst du einfach diese Schritte hintereinander. Wenn du es aber immer nur in deinem Kopf behältst, du kannst immer anrufen bei irgendwem, ob da Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Verstehst du, du kannst es immer machen und weil du es immer machen kannst, wirst du es nie machen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du dir ein klares Ziel setzt, am besten mit einer Zahl, wenn es bei dem Ziel passt. Und dann auch einfach mit einem Datum, dass du sagst, okay, bis da. Und dann überlegst du dir, hey, was ist der erste Schritt? Und dann fängst du einfach an. Deswegen, setz dir dieses Ziel. Ich hoffe, du hast es dir jetzt gesetzt. Und wenn du es dir gesetzt hast, überleg dir, was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Was ist der dritte Schritt?
mach dir den Plan, wie du an dein Ziel kommst und dann wirst du es erreichen. Und es wird so schnell gehen, du wirst verblüfft sein, verspreche ich dir. Deswegen mach das bitte, mach dir sonst einen geilen Tag und wir sehen uns am Freitag zum Vlog.